Kryptomäßig? Was ist denn da Boah. los? Boah, also ich bin geflasht von Bitcoin. Ich bin absolut geflasht von der Bitcoin-Performance. Von manchen Altcoins auch. Also ich glaube zum Beispiel Solana, ein absolut krasser Winner. Und sonstige Sachen. Was sind noch krasse Dinge passiert? Ich glaube, man kann jetzt unglaublich bullish sein. Ich glaube, der Bullrun, der sich so entwickelt, geht genau in die richtige Richtung. Bitcoin nimmt Dominanz, nimmt Fahrt auf, vereinzelt ein paar Altcoins, die hochkommen. Und irgendwie hat man schon das Gefühl so zwischen, es ist real, wir haben jetzt dann wirklich einen Bullrun und irgendwo ist da doch der Haken. Und ich glaube, jetzt trennt sich so die Spreu vom Weizen, wo man denkt, es geht los. Die, die drinnen sind, die werden mit ihren Bags abfahren und es wird absolut krasse Renditen geben. Und die, die eben auf der Seitenlinie stehen, werden dann leider zu höheren Preisen wahrscheinlich aus FOMO-Gründen noch einkaufen, weil sie jetzt sagen, jetzt ist FOMO und bei wirklicher FOMO kaufen sie dann höher. Ja, krass, krass, krass. Weißt du, was ich denke? Das Jetzt sind. ohne Spaß, es war sowas von klar. Das war so mein erster Gedanke, als ich Bitcoin bei 34, 35.000 gesehen habe. Warum eigentlich? Denn wir haben es halt immer wieder predicted, ne? Wir haben immer wieder gesagt, dass historisch gesehen der Oktober ein verdammt starker Monat ist für Krypto, generell für Bitcoin. Und November, also Q4 an sich, ja, Oktober, November, Dezember waren immer aus Sicht der Performance waren sie immer super stark. Und ich dachte mir, natürlich ist das jetzt ein bisschen so überspitzt, wenn man jetzt sagt, ey, man hat's gewusst, aber so viele Leute haben das gesagt, ey, pass auf, Q4, Krypto wird eh nach oben gehen. Und dann löst das in vielen auch eine selbsterfüllende Prophezeiung aus. Und dann, ja, passiert es einfach. Ne? Warum Wie war dann der durch September Wunder so so. bullisch? Weil das wäre ein schlechter Monat. Weiß ich nicht. Also es ist ja nur drei, ja gut, September war tatsächlich aus den letzten 6 Jahren mit Der erste. positiven. Ja, aus positiv. Aber er hatte auch, wie gesagt, Bitcoin 2016 auch positiv im September abgeschlossen. Ne? Ja, also ich würde das fast, also was ich noch so aus dem Dropshipping kenne, was quasi die Umsätze befeuert, ist schon dieses Q4. Grundsätzlich, du hast eben dann noch einen Gehalt mehr, genau auch wie im Sommer, aber das wird meistens für Urlaube, für Konsumgüter ausgegeben. Und im Winter, da denkst du dir vielleicht so, ja, komm, ich mach was Schlaues. Oder Q4 ist von den Umsätzen eigentlich auch so, dass viele Leute Geschenke kaufen, Blödsinn kaufen, irgendwie so der Überschuss, wenn man sich was ansparen konnte, irgendwo ausgegeben wird. Die Umsätze waren immer krass und es war auch bei den Bitcoin-Zyklen, glaube ich, immer so, dass wir zur Jahreswende hin nähernd den Bullrun beendet haben oder die Aufwärtstrends beendet haben. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, jetzt gerade ein ziemlich prägnantes Setup. Vor allem bis Ende 25, wo wir noch das Halving auf Absolut. dem Weg haben, wo wir noch die Spot-ETFs auf dem Weg haben. Uiuiui. Es Ja, wird, glaube ich. das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? Nicht nur aufgrund der historischen Betrachtung, sondern, naja, du hast diese ganzen bullischen Nachrichten, ja, Spot ETF, VanEck reiht sich ein. Die ganzen Unternehmen wollen jetzt Liquidität zur Verfügung stellen für BlackRock. Sie sagen, hey, nimm unsere Kohle gerne an und wenn ihr Liquidität braucht, sagt nur kurz Bescheid. Und ja, also jeder will da irgendwie was von dem Kuchen abhaben. Und ey, ganz ehrlich, ich freue mich, wenn der Spot Bitcoin ETF soweit durchgeht. Ne? Und ich bin zu 99,99% sicher, dass das Ding durchgeht. Ich meine, hast du Gründe, woran es scheitern könnte? So? Woran es scheitern könnte. Ja, die könnten nochmal irgendwie sagen, die SEC und Coinbase, die haben ja gerade Zoff, die haben Rechtsstreite am Start und dass da irgendwie bei diesen Spot-ETFs noch der Custodian von Coinbase umgeändert werden muss. Vielleicht wird sogar Grayscale der Custodian sein, obwohl ich, ja doch, die müssten die Dinger Wahnsinn. selber haben. Aber irgendwie, es kann noch so ein Punkt kommen, wo es eben scheitert, wo das Ganze eben abgelehnt wird. Black Swan kommt mit einher und dann wäre bei einem Crash nochmal eine unglaublich gute Chance. Aber ich glaube, das Ganze steht einfach auf Ampelgrün und man merkt es, glaube ich, von den Finanzanalysten und Co. Das sollte schon in die Richtung hinhauen. Und wenn du dir das ansiehst, welche Benefits da sind für BlackRock, für
Firmen, die einen Spot-ETF anbieten wollen, die verdienen ja Performance-Fees. Ich weiß nicht, ob du generell institutionelle Finanzprodukte nutzt. Ich habe so einen Sparer, da gebe ich jeden Monat Null. ein. Okay, null, 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 okay. Null, null, null. Ich weiß, sie verdienen anhand der Spreads, aber mehr ist mir da tatsächlich. Also ich weiß, sie verdienen halt was damit, ne? Und geht um die Marge, es geht um die Spreads, es geht um die Bearbeitungsgebühren und so weiter, Transaktionsgebühren. Ja. Also ja. Sie verdienen nicht nur auf Grundlage dessen, dass sie Bitcoin verwahren und von den Preissteigerungen, von der Performance profitieren, sondern wirklich vom Kunden. Und da ist es entscheidend dann auch, dass der Kunde sagt, ich möchte das nutzen und ich möchte Ja. das kaufen. So wie ich es in Erinnerung habe, ist, glaube ich, bei Grayscale 2% jährliche Gebühr und bei 600.000 Bitcoins, das sind das 12.000 Bitcoin Gebühr. Und 12.000 Bitcoin, das sind, keine Ahnung, ein paar Millionen Dollar, nur rein durch diesen Spot-ETF. Wahnsinn. Trust, den sie anbieten. Und natürlich in BlackRock, die wissen genau, was die können. Und wenn die ein Asset pumpen, dann kommt natürlich auch Performance wieder zu. Ich zahle das auch bei meinen Aktien, die eben in einem Fonds gemanagt werden. 1,8%, 2% Performance Fees. Und da hast du irgendwie so 10 Milliarden Dollar Input gemacht, machst, keine Ahnung, ein 5x draus mit einem Bitcoin Bullrun und dann sahnst du einfach die Multimillions ab. Also die haben ja alle Regeln, die sie selber bestimmen können, ob irgendwo ein Strompreis, Stromnetzwerke, Energiepreise, Firmen für Energiegewinnung, ob es jetzt in die politische Richtung geht, ob die irgendwo, die haben überall ihre Finger im Spiel, überall sind sie investiert aufgrund ihrer Streuung. Na, die können das perfekte Setup für Bitcoin bieten. Nur schwierig wird es, dass sie genug Bitcoin kaufen können. Ja, also alleine, ich denke so an folgendes Szenario. Ich denke auch, stell dir mal vor, alles ist jetzt da. Ne? Mhm. Wir haben den Bitcoin Spot ETF, wir haben den Ethereum Spot ETF und auf einmal sagt Larry Fink so, ey Leute, wisst ihr was? Ich finde Solana eigentlich auch geil, weil die Kunden das haben möchten. So, wie sieht's denn aus? Wollen wir das mal mit reinnehmen? So alleine schon diese Nachricht, ne? Diese Nachricht, stell dir mal vor, was das mit dem Preis auslösen würde. Didi. Boah. Ja, also ich will eins sagen. Die ganzen Future-Händler, die Open Interest. Das wird durch die Decke gehen. Das, komplett durch die Decke. Das würden 50x machen, glaube ich. Wo man aber eben auch wirklich schon einen Ticken Hoffnung dafür hat, dass eben nicht nur Krypto gemeint ist. Also Larry Fink hat in den Interviews gesagt, er darf nicht explizit Bitcoin sagen, weil er da mit der SEC in diesen Prozessen noch drinsteckt. Aber er darf sagen, er ist quasi für Krypto, er sieht für Kryptowährungen Zukunft. Und wenn du dir das ansiehst, er spricht darüber Decentralized Netzwerke, Open Ledger, offenes Kassenbuch und weltweit und breit gestreut, da fällt mir schon irgendwie so eine Chainlink-Idee, gefällt mir da ganz gut. Da hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht, weil, boah, Chainlink hätte viele Options, vielleicht wird es auch ein ISO 2022 Coin, 20022, da fällt XRP zum Beispiel mit rein. AVAX, IOTA wird es glaube ich ganz sicher nicht, aber ja, XCC ist mit dabei, genau. Stellar, Lumen, Headrest Graph und so weiter. Das ist übrigens am 19., ne? Diesen Monat. Tatsache, ich habe es in deinem Video gesehen mit dem Kalender. Ja, genau, ich habe so ein Kalendervideo gemacht. Ich dachte mir, ist auch mal witzig, so. Gute ne? Info. Mal die ganzen Tage, mal die wichtigsten Tage jetzt mal in einem Monat durchzugehen. Ja, diesen Monat ISO 222, also ich meine ganz ehrlich, Spotlight auf die Coins, auf die ISO 222 Coins, weil da werden sicherlich die ein oder anderen drüber sprechen, die ein oder anderen News droppen, was letztlich die ein oder anderen FOMO-Käufer mit auslöst. Und ja, also ich bin da auch guter Dinge. Ich sehe da auch mehr Potenziale, Vorteile als Nachteile. Und ISO 222, ich meine, die Banken müssen ab dem Moment, ne, wo das Ganze in Kraft tritt, laut dem Gesetz her Transaktionen im ISO 222 Standard akzeptieren müssen. Mhm. So, sie müssen, also sie müssen es nicht akzeptieren, aber sie müssen Bedingungen schaffen, wo sie eine reibungslose Transaktion gewährleisten können. So, ja. Sie müssen es empfangen können. Na gut, sie müssen es auch akzeptieren, sorry. Sie müssen es auch akzeptieren. Und dabei muss man auch berücksichtigen, dass es sein kann,
dass Transaktionen auf Grundlage von dem Hedera Hashgraph-Netzwerk oder XRP-Netzwerk geschickt werden können. So, und das, dann müssen die Banken rein theoretisch auch in der Lage sein, das auch zu verarbeiten zu können. So, ne? Schwierig aktuell, weil da musst du wiederum Themenbereiche wie Private Blockchains und so weiter mit auseinander oder integrieren. Das ist echt verdammt langer Weg auf jeden Fall. Aber so ISO 222, das legt schon die ersten Grundbausteine, die Grundpflaster für die Zukunft, um das Ganze dann reibungslos verarbeiten zu können. Ja, wie viel das dann an Volumen und so trägt, weißt du, es gibt wahrscheinlich 5 Zahlungswege-Netzwerke, die auch akzeptiert sind und der Mainstream die aber nicht nutzt und wir wissen darüber gar nichts. Es gibt dort vielleicht keinen Coin, weil es keine Krypto-Technologie ist oder so und vielleicht kommt das dann im Krypto-Space absoluter Hype, aber der Mainstream nutzt es nicht, weil er keinen Zugang hat. Ich werde dann nicht mein Online-Banking irgendwie eine XRP-Blockchain einfügen können, denke ich, oder irgendwo was anderes herumtun. Also wer es, glaube ich, jetzt nicht nutzt, wird, glaube ich, nicht dafür jetzt angeworben, ongeboardet zu werden für diese Dinger. Aber ich denke, so für ein Buy the Rumors, Sell the News in einem größeren Ausmaß könnte es doch reichen. Würdest du bei so einem 100% Move XRP oder deine anderen Coins, Stellar Lumen habe ich, was mit XRP zu tun hat, würdest du die abverkaufen? Wenn sie so einen 100% Pump machen, klar. Dann klar. Okay. Also wenn ich, also jetzt mal, ne, ich weiß ganz genau, dass es nicht nachhaltig ist. Wenn ich 100% an Preissteigerung habe, wenn Bitcoin von heute auf morgen, oder jetzt mal übertrieben, aber wenn XRP von heute auf morgen ein X hinlegt, dann wäre ich dumm, wenn ich da mein X nicht mehr rausnehme. Ja, ja. Das wäre dumm. Man hat es gesehen bei dem SEC-Thema, oder? Mit der Klage, oder? Gegen wen und gegen was? Gegen die SEC mit ihrem Wertpapier-Ding. 100% genau. Und dann ist wieder abverkauft. Das war schon bitter zum Zusehen. Das war auch die Bitcoin. Es war das Bitcoin Cash, was auch mit dabei war. Bitcoin Cash war das, ne? Mit einer Klage? Nein, da wo die SEC gesagt hat, hey, die ganzen, ich sag dir mal, wo die SEC gesagt hat, hey, diese ganzen Kryptos sind alle Wertpapiere, Solana und Bitcoin Cash und so weiter. Ich glaube, Bitcoin Cash war sogar gut dabei, weil sie bei der EDX-Börse in den US-Staaten dort gelistet wurden mit Litecoin und so. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Das meine ich. Ja. Der hatte da schon Rückenwind. Also der ist, glaube ich, mit hoher Sicherheit keine Security, genauso wie Litecoin, weil eben keine Pre-Mined Coins, Proof of Work ist dort am Start. Und ich glaube, das sind schon so die ersten Kriterien, auf das die SEC sieht. Und dann kommt so was wie SafeMoon-Klage daher. Unglaublich. Unglaublich. Aber viel krasser fand ich ja, als Gary Gensler Satoshi Nakamoto zum 15-jährigen White Paper, Bitcoin White Paper, dachte mir auch, ich habe das durchgelesen, dachte mir, was ist denn da jetzt los? Funny, oder? So, ist das ein Scherz? Er ist halt so anti-Krypto und auf einmal kommt da hier, ja, Bro, Nakamoto hier. Alles Gute. Grüße gehen raus, so, ne? Hashtag BTC, so nach dem Motto. Tatsache, oh ja. Gott, ey. Aber du, Gary Gensler ist eigentlich, wenn man seine Rolle vor der SEC wegnimmt, oder auch als SEC-Vorsitz, er hat gesagt, Bitcoin ist a Commodity. Er hätte das sofort irgendwas Security und alles abstempeln können. Aber passt. Bei Bitcoin ist er eigentlich auf einem geraden Weg. Er lehnt die Dinger nicht ab, beziehungsweise wenn er sie ablehnt, bekommt er vor Gericht, wie man bei Grayscale sieht, eine Niederlage hin und muss irgendwie kooperativ das Ganze gestalten. Und in dem seinen Händen liegt natürlich ultra viel Verantwortung, Macht und auch Spannung. Und wenn der jetzt natürlich da sich wehrt oder sonst was, der ist vielleicht seinen Job los und der muss das irgendwie richtig auf die Straße bringen, was da auf uns zukommt mit Bitcoin. Das wird spannend und mit den Altcoins wird er wahrscheinlich noch länger so seinen Seelenfrieden nicht haben. Das glaube ich auch, ja. Ja, und du hast gerade auch angesprochen zu SafeMoon. Was soll ich da sagen, ne? Also doch keine Turbinen oder wie? So nach dem Motto. Also, das ist krass. Das ist wirklich krass.
Aber also Also, diese Windkraftwerke, waren die fake dann? Oder was war da der keine Ding? Weil Ahnung. es musste sein. Weiß ich nicht. Ich hab wirklich keine Ahnung, Didi. Also ich meine, das Ding ist so, mit, ne, war ja auch früher so sehr viel über Cellphone gesprochen, war ja auch eine geile Zeit, ne, muss ich auch wirklich dazu sagen. Und keiner kann irgendwie so absehen, was da passiert. Gut, im Nachhinein haben wir auch, glaube ich, 2 Jahre habe ich Cellphone nicht mehr beachtet, so, ne, gar nicht mehr irgendwo die News recherchiert oder sonst was. Und auf einmal kriege ich so mit, ja, ist jetzt im Gefängnis, glaube ich, irgend sowas, ne? Aber ja, okay, ne? Ach, Weiter geht's, bitter, ne? Weiter geht's. bitter. Ja, weil wenn, also das Ding ist so, wir werden hier voll mit Rugpulls und so weiter und Betrügereien und so weiter. So, ich meine, das ist jetzt kein Keine neues Überraschung für Lied, so. Keine Krypto. Überraschung, genau. Es ist keine Überraschung. Jetzt nicht explizit für SafeMoon, aber so generell, ja. Wenn du in ein Projekt investierst, entweder ist es ein Hard Rug Pool, Slow Rug Pool oder die Devs tauchen unter oder die Website wird abgeschaltet. Also mich überrascht da nichts mehr, so, ne? Ja, Oder eine Anklage von FBI oder sonst was. Weißt du, was ich meine, ne? das Also kann da schnell gibt's vorbei nicht. sein. Ja, es FTX. kann FTX, ja, genau, Boom. bestes Beispiel. Bestes Beispiel. Und dann geht das halt super schnell. So, aber dann musst du trotzdem weitermachen. Du kannst halt nicht irgendwie da Nee, das bringt nichts. dem Geld nachweihen oder Nee. zurückbekommen, ist halt nicht, ne? Also Nee. Krypto ist so volatil und Krypto nimmt und Krypto gibt. So. Was sagst du bezüglich so FTX? Weil die haben ja massenweise an Funds und unter anderem ist die größte Position von ihnen ja Solana. Und der hat auch die größte Wertsteigerung hingelegt unter den FTX-Assets und zwar so markant, verdoppelt, zweieinhalbfach sogar auf über 44 Dollar. Absolut wilde War Preisbewegung. das irgendwie manipuliert? Hat FTX nicht verkauft? Haben die nicht verkauft, ihre Funds? Es ist Sind die bekannt, jetzt? dass sie auf eine ZEX geschickt haben und sie haben irgendwie so um die 60 Millionen Dollar Gegenwert aus einem Lock-Contract, also aus einem Staking oder irgendwo mit einer Vesting-Phase haben sie was rausbekommen. Und da habe ich noch keine On-Chain-Updates bekommen, ob die das auch zu einer ZEX schicken. Aber ich glaube, so um die 50 Millionen haben sie schon hingeschickt. Und mit einem Pump nehmen die natürlich gerne, glaube ich, die höheren Preise an. Und da ist viel Überlegung, Spekulation und Gerüchte am Start, dass die den Preis hochpumpen. Ja, und die haben das halt in der besten Zeit gemacht, ne? Amazon AWS als Node, so auf Solana Breakpoint, weißt du, sprechen da vor und erzählen und hauen da so Banger News raus und auf einmal pumpt das Ding, was für ein Zufall. Und was So, war das ne? noch? Wo waren die mit drin? Da muss ich kurz nachlesen. Bei diesem Game, irgendwas mit irgendwelchen Game-Blockchains haben die dazugegeben, was ordentlich wichtig ist. Weil wenn du dir vorstellst, auf Solana, wir kennen Steppen, da hast du einfach deinen Schuh, Upgrades und was auch immer. Und die Blockchain, die Transaktionen, die sind eigentlich dann fast nebensächlich. Das ist einfach das, was du tust, um das Spiel zu spielen. Und wenn du dann irgendein krasses Spiel hast, wo du einen Ego-Shooter hast, wo du vielleicht ein Community-Spiel hast, irgend so eine Farm aufbauen oder eine weiß ich was, da, wenn da ein paar tausend Spieler sind und ein paar hundert Transaktionen pro Tag machen, dann hast du da so Volumen drauf. Oder sagen wir GTA oder sonst was kommt auf Blockchains wie Solana, boah, dann ist natürlich viel los. Dieses Sicherheitsgap, dass du nicht wie bei Solana so eine DDoS-Attacke machst, 100.000 Transaktionen mit einem halben Cent Gebühr oder sowas durchlässt, da muss gearbeitet werden. Und wenn das bei Blockchains noch nicht gelöst werden kann, sieht man dann eh, wo das hinführt. Aber boah, mit Gaming ist Solana günstig, schnell, auch potenziell nicht schlecht. Absolut. Also ich glaube so, ich ganz ehrlich, ich habe auch Solana damals für tot erklärt. Ne? Ich habe auch gesagt, Solana, das wird nichts mehr. Und auf einmal siehst du da, also wirklich, das ist so krass, was für eine Performance du jetzt an den Tag legst. Und man muss oder darf nicht vergessen, spätestens dann, wenn auch Ethereum gerade kostet einen Swap, glaub, 20 Dollar. Okay, wieder so Ne? hoch. Wieder so hoch und die Gebühren schießen wieder ohne Ende in die Höhe. Und dann werden solche Blockchains wie Solana, Avalanche, Aptos, Sui, wie auch immer,
was auch ein bisschen auch auf Gaming-Bereich ausgelegt ist, werden dann auch so performen. Und ich finde, Solana hält sich verdammt stabil. Also wenn ich sehe, super, das ist gerade bei 40 Dollar. Ja, super hält gut. Hält sich verdammt stabil. Hast du eine Long-Position gehebelt, draufgesetzt? Oder? Nee, ich bin eigentlich gestern sogar short gewesen bei 43 Dollar, aber das hat mir so die Ranges rausgelockt, der ist wieder Break-Even in den Stop rein. War auch nur so ein Top-Fishing, wenn es was wird, dann wird es was. Aber irgendwo muss dann die Luft raus sein und gerade wenn Bitcoin vielleicht mal einen Rücksetzer hat, sind die Altcoins noch mal härter dran. Und man kann, theoretisch kannst du sogar jetzt Altcoin shorten, wenn Bitcoin hochgeht, weil so wie es aussieht, kommt nicht unbedingt viel frisches Geld aus Fiat und Institutions oder was auch immer, sondern es wird hier, doch bei Whale Alert sieht man, es wird viel USDC geprägt, aber das geht wahrscheinlich in Bitcoin und Altcoins, da geht das Geld auch in Bitcoin. Also auch wenn Bitcoin steigt, sind Altcoin Shorts gar nicht mal so blöd, bis auf ein paar, wo natürlich was dahinter steckt, wo du irgendwo einen Ausbruch erahnen kannst mit was auch immer, hellseherischen Fähigkeiten, wo man einfach drauf spekuliert. Und ich habe da schon zum Beispiel auf Aptos, Ethereum, Pepe, Lido einfach so ein paar 2x-Long-Positionen, weil ich glaube, dass die jetzt nicht mehr 50% korrigieren und irgendwann so das Feuer von Bitcoin noch nachzieht. Und wir sind schon bei 35.000 Dollar. Boah. Das ist richtig gut. Also wir da 2021 übers All-Time-High sind bei 20k, 30k, 35k. Also das Feeling habe ich jetzt noch nicht, aber die FOMO war da schon gewaltig und nach kurzer Zeit war man auch schon irgendwo bei 50, 60 und jetzt sind wir bei 35 und der Markt ist noch so, ist das jetzt was? Ist jetzt nicht schon zu teuer? Der wird auf über 150 vielleicht sogar gehen. Da sind wir jetzt immer noch top dabei. Absolut, also ja, ich meine, viele warten halt auf die erlösenden Worte, ne? Ist bestätigt. Spot Bitcoin ETF bestätigt, kommt nächste Woche. Ja. So, nächste Woche beginnt der Handelsstart. Darauf warten die Leute. Darauf warten sie doch nur. Es ist, man darf nicht auch vergessen, Kapital ist oder steht nach wie vor zur Verfügung. Spätestens, wenn diese Informationen kommen, denn wirst du sehen, wie bei Dings, wir hätten das gemacht, Cointelegraph, hatten die diese Fake News rausgehauen und hast du ja gesehen bei Bitcoin, wie krass das in die Höhe geschossen ist. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Von 27 ist der auf 30 hoch oder von 26,5 ist der auf 30 hoch. Von 6 auf 30, ja. Und ja, genau, und man hat ja gesehen, wirklich, so viel Liquidität steckt da noch drin. Ja, und ja. Die Leute haben nach wie vor Geld. Ob sie jetzt alles aus dem Altcoin-Bereich rausziehen oder ob sie jetzt über Stablecoins dann wieder das Ganze hinüber zu Bitcoin swappen, wie auch immer. Aber der Markt, der wartet ja auf diese News. Ja, ja. Und wenn diese News da sind, dann ist das quasi auch der Startschuss so für einen weiteren Bullrun, weil was hast du danach? Du hast erstmal den Bitcoin Spot ETF, so, dann wirst du erstmal einen ganzen Monat nichts anderes als Bitcoin Spot ETF irgendwo lesen und hören und dann kommen noch andere daher, ne? Ja, die und die Unternehmen wollen das jetzt auch anbieten. So, die und die Unternehmen wollen jetzt auch Ethereum Spot ETFs haben. Das so, und die anderen reden dann darüber, kann man nicht einen Solana ETF machen und so weiter, weil die Kunden es wollen. So, da sind wir vielleicht noch weit weg, aber ja, kann. So, aber so in etwa würde ich dann die Dynamik tatsächlich so zu spüren bekommen. Und dann wäre das auf der anderen Seite wiederum so positives Input, wo auch die Leute auch diesen Bullenmarktcharakter dann spüren. Ne? Und dann hast du Halving. So, das hast du auch nochmal. Und ja, was FTX hat alles verkauft und so weiter und gute bullische News hier und da und dann, ja, dann explodiert das. Ja. Ich glaube, es gibt einen Grund, dass wir nur einen Bitcoin-Spot-ETF sehen und noch nichts anderes. Das kann vielleicht sein, weil das alles noch so jung ist. Aber ich glaube einfach, weil Bitcoin, weißt du, das gehört niemandem. Das ist wie Gold, das findest du durch Schürfen, durch Rechenpower, durch einen Block finden und fertig. Und Ethereum, die kannst du einfach kaufen und bekommst mehr durch die Staking-Rendite und was auch immer. Und wir haben halt so brutale Fakten bei Bitcoin. Wir haben einen Ultra-Supply-Shock, da kann noch was kommen, was will. Wir haben gerade nur 2 Millionen Bitcoin auf den Exchanges und 76% der Bitcoins werden von Long-Term-Holdern gehalten.
Und wenn ich mir vorstelle, wo verkaufe ich meine ersten BTC? Sicher nicht von $69.000. Sicher nicht. Und das denken anscheinend sehr viele so, weil sonst siehst du jetzt nicht bei 35 so viele Holder. Wir haben den absoluten Supply Shock. Es kann niemand die Menge erweitern. Es kann niemand ein Wallet, das verlorene Private Keys hat, aufwecken, die Bitcoins da abkaufen. Das geht bei Bitcoin nicht. Und ich glaube, der Bitcoin-Preis, auch bei $500.000, würde BlackRock da noch mit reingehen, weil wenn ich heute Gold kaufe, ich nehme den Goldkaufvergleich und ich habe 10.000 Euro, dann möchte ich bei der Bank oder beim Händler, beim Juwelier um 10.000 Euro Gold kaufen, weil ich meine Kaufkraft erhalten möchte. Und wenn ich dann nachfrage, das sind so 60 Gramm oder das sind vielleicht, keine Ahnung, was bekommst du? 100 Gramm kosten, glaube ich, 6.000 Euro. Bekommst du 150 Gramm und dann überlegst du nicht, nee, ich will 155 Gramm, ich warte, bis Gold sinkt, sondern du willst die 10.000 Euro securen. Und wenn jetzt jemand mit 5 Milliarden Dollar daherkommt und gesehen hat, Bitcoin, boah, das ist schon bei 500.000, der sieht stabil aus, ich möchte 5 Milliarden da stabil mit Kaufkraft erhaltender Erwartung reinlegen. Dann ist mir doch egal, wie viel Bitcoin ich bekomme. Hauptsache, das Geld ist in Bitcoin. Wie viel ich davon habe, ist dann schon egal. Hauptsache, mein Geld ist nicht verloren. Ja, das ist der ultimative oder das ultimative Versprechen bei Bitcoin, ne? Das ist so, das ist halt krass, das ist halt krass. Und es gehen immer weniger Coins aus oder immer mehr Coins aus der Börse heraus und immer weniger noch rein. Das heißt, Binance kommt da nicht hinterher, Coinbase kommt da nicht hinterher. Die müssen halt immer wieder aufkaufen, aufkaufen. Und ja, spätestens dann, wenn Produkte, Finanzprodukte wie Spot-ETFs dann da sind, aber die Leute trotzdem nicht verkaufen, so, ne? Dann müssen Börsen und andere obergeordnete Institute bereit sein, mehr Geld für Bitcoin zu bezahlen, weil einfach, weil stell dir mal vor, jeder, der Bitcoin hodelt, sagt, ich verkaufe sie jetzt nicht. Nee. So, dann muss jemand, der sie kaufen will, an anderen Ecken und Stellen gehen und trotzdem dann auch irgendwo gefasst sein, dass sie dann noch einen höheren Preis verlangen. So, Ja. weil das ist so ein seltenes Gut und 21 Millionen Stück. Ich meine, laut Rechnungen sind es 18 Millionen, so geschätzt. Von den Verlorenen und Ja. so. Ja, genau. Die wirklich nie wieder, die wirklich Nee. bestätigt verloren sind und nie wieder irgendwie geweckt werden können. Und wir sind, glaube ich, im nächsten. Ich glaube, das nächstes Jahr oder in den nächsten 4 Jahren, eins von beiden, in dem nächsten Halving oder übernächsten Halving werden mehr als 99%, nee, mehr als 90% der Bitcoin schon erschaffen sein. Ja, wir sind da bei Die wurden schon, 19,5 Millionen. ja, 90,5, die sind dann schon erschaffen und das ist halt so krass. So, in den nächsten Halvings sind dann 99% abgebaut. So. Ja, Ey, Wahnsinn. das ist halt ein krasser, eine Da krasse kommt nichts Vorstellung. mehr. Gibt Da keine kommt nichts mehr. mehr. Da gibt es nichts mehr. Und das Ding ist, weißt du, früher oder jetzt mit dem Geld, wenn wir das mal so sehen, wir haben die Zentralbanken, ja, ich muss wieder die Keule rausholen, sorry Leute. Aber sie haben immer wieder Geld vermehrt, weil sie gierig wurden, immer wieder. Und bei Bitcoin kannst du es nicht. Ja. Du kannst es nicht vermehren. So. Und es gibt immer mathematische Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Ansonsten würde das System komplett zusammenkrachen. So. Und du kannst es nicht verändern. Es gibt so und so viele Bitcoins alle 4 Jahre pro Ja. Block. So. Punkt. Und das ist halt geil, so, ne? Weil du das System halt nicht verarschen kannst. Und eigentlich ist die Anzahl der Bitcoins auch komplett egal, wenn es nur einen Bitcoin in Summe gäbe. Es wäre trotzdem dann so, dass du dir von diesem Netzwerk einen Anteil sicherst und dann hast du vielleicht 50 Satoshi oder so und der Bitcoin, ein Bitcoin wäre bei der Gesamtmarketcap von 600, 700 Milliarden Dollar und du schickst halt einen Satoshi rum. Es geht ja nur um das ultimative Netzwerk unkonfiszierbarer, wertspeichernder, dezentraler Use Case hier und ob ich dann einen Satoshi habe oder Bitcoin oder es 100 Millionen Bitcoin gebe. Und die Grenze einfach da ist, wenn ich in das Netzwerk will, ist der Preis von Bitcoin egal. Und
dann haben wir auf jeden Fall, wenn große Transfers stattfinden, einen 10 Milliarden Transfer kannst du ja aktuell gar nicht machen über Bitcoin, weil du dann sogar einen Ultra-Price-Impact hast. Oder geschweige denn, du willst vielleicht 100 Milliarden verschieben, ein Oligarch, ein Elon Musk, eine Firma, die hat das schon mal und die müssen natürlich die alten Wege gehen. Aber wenn Bitcoin so hohe Market Cap hat, dass die Transaktionen ermöglicht sind, ist der Preis von Bitcoin egal. Hauptsache, du kannst das Netzwerk nutzen. Das ist so krass. Man muss jetzt Bitcoin kaufen. Wahre Worte. Richtig schön, richtig gut. Gefällt mir. Und wenn du es dann nicht mal verkaufen musst, sondern du beleihst sie einfach, du legst die Bitcoins irgendwo hin, bei einer Bank oder irgendwo, wo es nachweisbar deine sind und darauf bekommst du einen Kredit, der vielleicht mit den Zinsen, Borrowing, Lending irgendwie passt, dann kannst du zum Beispiel jetzt einen Bitcoin bei $35.000 beleihen. Du nimmst dir irgendwie so 15.000 Euro Kredit drauf, also nicht mal die Hälfte so, mit dem du über die Runden kommst und in dieser Laufzeit, wo Bitcoin vielleicht dann auf 100.000 steigt, kannst du mit den 15.000 Kredit überleben und wenn du dann, oder wenn eben, keine Ahnung, wenn Bitcoin bei 150.000 stehen würde, kannst du einfach hier einen Teil von Bitcoin verkaufen, den $15.000 Kredit zurückzahlen, was eigentlich vorher fast ein halber Bitcoin gewesen wäre und hast aber vielleicht nur ein Zehntel Bitcoin verkauft. Und wenn du das irgendwie so durch die Bullruns durchspielst mit Lending, Borrowing, kannst du wirklich krass was aufbauen mit diesem Geld, mit diesem Sehr gefährlich. Kann was werden, so, ne? Eben, die Möglichkeiten sind unglaublich. Was man dann nutzt, was man nicht nutzt, was man überhaupt braucht, was man nicht braucht, ist dann einem jedem selber überlassen. Ich glaube, wir sind uns hier einig in diesem Gespräch. Jeder soll einen Daumen nach oben da lassen, gerne einen Kommentar dazu geben und wir werden einfach gespannt sein, was sich mit Bitcoin tut, wann die Datumabfolge dann eingehalten wird, Spot ETF, Halving, was da alles passiert, wird halt eine riesengroße Sache und bis dahin, glaube ich, sehen wir uns bei dir auf dem Kanal für das nächste Gespräch, oder? Ja, das nächste Gespräch würden wir jetzt auf meinem Kanal machen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr da seid und lasst auch gerne eine Algo-Schelle für Didi da. Und unbedingt. Ja, Didi. Dann war es mir auf jeden Fall eine Ehre, wieder mit dir geschnackt zu haben und lass uns gerne das nächste Mal das Gesprächsthema dann auf meinen Kanal überverlagern. Unbedingt, so machen wir das. Dein Kanal wird dann hier oben irgendwo verlinkt sein, in der Videobeschreibung natürlich auch und wir sehen und hören uns bei Hugo. Ciao, ciao. Ciao.